Hallo ihr Lieben, hier ist die Tina. Ich habe heute ein Tippvideo für euch und zwar geht es hier um diese Stabilo Point Stifte. Die sind wasserlöslich und erst habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich die gekauft habe, weil ich nicht drauf geguckt habe, dass die wasserlöslich sind. Aber dann habe ich gedacht, probier doch einfach mal aus, was man damit alles machen kann. Und das möchte ich euch gerne zeigen, weil ich glaube, dass da es noch nicht so viele ausprobiert haben. Hier male ich einfach mal mit einem hellen Stift auf das Papier und mit einem Wasserpinsel von der Wendt male ich hier einfach darüber. Wie ihr seht, löst sich die Farbe sehr schön an und man kann sie schön verteilen. Je nach Papier, das müsst ihr mal ausprobieren, kann es sein, dass die leichten Striche noch zu sehen sind. Das muss man halt eben testen pro Papier. Auf manchem Papier ist das gar nicht mehr zu sehen und ich glaube, hier sieht man es noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt in dem Video, aber ein ganz klein wenig kann man die Striche manchmal noch sehen. Schön daran ist, dass man, wenn man das jetzt wie hier etwas ausmalen will, dann hat man ja meistens bei Filzstiften das Problem, dass die an den Stellen, wo man anstößt oder so, dass es da dunkler wird, wenn man dort halt eben praktisch zweimal mit der Farbe drüber geht. Und eigentlich braucht man das jetzt nicht mehr machen mit den Stiften, wenn man die anschließend mit einem Pinsel bearbeitet, also mit Wasser bearbeitet. Weil ich brauche hier gar nicht so genau ausmalen. Oben seht ihr, das ist ein recht, da hatte ich ja nur ganz wenig Striche gemacht. Das ist also sehr schön hell geworden. Hier unten habe ich es jetzt ein bisschen mehr ausgemalt, aber auch nicht so, dass man jetzt gar nichts Weißes mehr sieht, weil das bedecke ich mir ja, indem ich da mit dem Pinsel drüber gehe. Und das funktioniert eigentlich ähnlich so ein bisschen wie Aquarellfarben. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Hier mache ich jetzt gerade mal ein bisschen einen kräftigeren Farbton und auch etwas mehr aneinander gemalt. Und ihr seht, wie schön kräftig auch die Farbe erhalten bleibt, wenn man da mit Wasser drüber geht. Und wie weit ich die jetzt gleich wirklich ausmalen kann, klar wird sie dann immer heller, aber es ist halt eben auch ein schöner Verlauf. Und die Farbe an sich finde ich immer noch richtig schön kräftig. Man kann auch noch anders vorgehen damit. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel einfach nur so einen Punkt gemacht und tue jetzt so einen Tropfen Wasser da drauf, vermische das ein bisschen und jetzt habe ich praktisch so eine kleine Palette mir gemacht mit der Farbe und kann jetzt einen sehr schönen Hintergrund machen, der eine sehr helle Farbe hat und halt eben dann sehr schön gleichmäßig wird oder je nachdem, man kann es natürlich auch eher ein bisschen wolkig machen, je nachdem wie man das ausmalt, aber auch hier seht ihr, wie weit man tatsächlich mit so ein bisschen Farbe kommt und ich finde, das sieht sehr schön aus, dieser blasse Hintergrund, das kriege ich manchmal mit den Aquarellfarben nicht ganz so gut hin. Und man kann auch Farben nehmen, wie man will, hier habe ich jetzt mal ein Grün genommen, das war ein sehr helles Grün, deswegen ist das auch sehr hell da geworden. Hier nehme ich mal ein etwas dunkleres Gelb, fast Orange. Und wie ihr seht, also die Farben, die bleiben einfach toll stehen, richtig schön kräftig. Das gefällt mir richtig gut. Und ja, auf dem Papier sieht man jetzt ein bisschen Struktur. Hier hatte ich das mal auf einem anderen Papier gemacht. Da hat man viel weniger gesehen, dass ich vorher mit einem Stift darüber gemalt habe. Also die einzelnen Striche sind viel besser weggegangen. Die zwei Kreise da unten, das waren eher von Füllern, also Füllertinte. Da habe ich ja mal ausprobiert, was man damit machen kann. Und die Markierung hier oben, das war noch ein anderer Stift, mit dem ich das auch mal ausprobiert habe und festgestellt habe, dass der sich nicht so schön vermalen lässt wie die Stabilos. Ich habe auf jeden Fall direkt mal noch ein kleines Bild dazu gemalt, eine kleine Kakaokarte mit den Stabilo-Stiften und mit dem Wasserpinsel. Könnt ihr mal sehen, das ist das nächste Video, was ich auf meinem Kanal hochlade. Entweder schaffe ich das heute noch, das weiß ich noch nicht, oder ich versuche das morgen zu machen. Dann könnt ihr das morgen euch anschauen. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Tipp helfen können, wie man die Stifte auch mal ein bisschen anders benutzen kann und wie man wasservermalbare Stifte nutzen kann.
und da richtig kräftige Farben noch behalten kann, was ja manchmal nicht so einfach ist, da so eine kräftige Farbe hinzubekommen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim selber ausprobieren. Ihr könnt ja auch gerne mal posten, was ihr ausprobiert habt. Würde mich sehr interessieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!